gibt die Lösungsmenge folgender Gleichung an. Die Grundmenge ist die Menge der ganzen Zahlen. Minus Klammer auf minus 3x plus 5 Klammer zu minus 9 Quadrat ist gleich 2 minus Klammer auf minus 6 plus 3 Klammer zu mal 5. Diese Gleichung sieht jetzt zwar sehr kompliziert aus, lässt sich aber mit wenigen Schritten doch einfach lösen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man sich mit den rechten Gesetzen auskennt. Was noch auffällt, ist, dass wir die Variable x hier auf beiden Seiten der Gleichung haben. Diese Gleichung lässt sich also in folgenden Schritten lösen. Schritt 1 ist vereinfachen, so weit wie möglich, und zwar die linke Seite sowohl als auch die rechte Seite. Schritt 2 ist die Strichumformung. Das heißt, wir sammeln alle Zahlen mit x auf der linken Seite und alle Zahlen ohne x auf der rechten Seite. Schritt 3 wäre dann die Punktumformung. Das heißt, wir teilen die Gleichung durch den Zahlfaktor vor x. Und Schritt 4 wäre dann noch Bestimmen der Lösungsmenge. So, Schritt 1, vereinfachen. Wir schauen uns zuerst die linke Seite an und vereinfachen die so weit wie möglich. Zum Vereinfachen müssen wir uns eben die Rechengesetze nochmals in Erinnerung rufen. Die da wären zum einen Potenz vor Punkt vor Strichrechnungen und Klammern auflösen natürlich. So, gehen wir her. Wir schauen uns die erste Klammer an. Diese Klammer hat weder eine Potenz noch ein Malzeichen, deswegen ist es eine Minusklammer. Minusklammern lösen wir so auf, dass wir das Minus und die Klammern weglassen und dafür alle Vorzeichen der Terme in der Klammer umdrehen. Aus minus 3x wird also plus 3x und aus plus 5 wird minus 5. Kommt als nächstes minus 9 Quadrat. Hier muss man aufpassen, weil dieses Quadrat nur auf die 9 geht, nicht auf das Minus. Würde es auf das Minus gehen, müsste man eine spezielle Klammer nochmal drumherum setzen. Deswegen heißt es dann Minus und 9 Quadrat ist 81. Ist gleich. Schauen wir uns die nächste Klammer an. Hier haben wir auch zwar wieder ein Minus zu vorstellen, allerdings gibt es hier hinten noch ein Malzeichen. Diese Multiplikation ist stärker als dieses Minus und von so her ist es keine Minusklammer, sondern eine Malklammer. Die 2 können wir also vorläufig abschreiben, auch mit dem Minus. Und jetzt müssen wir diese Klammer auflösen. Vorsicht, das Ergebnis dieser Auflösung ist trotzdem noch in Klammern, weil davor noch dieses Minus steht. So, jetzt minus x mal 5 sind minus 5x und 3 mal 5 sind plus 15. Kommt die nächste Zeile. 3x bleibt stehen und minus 5 minus 81 sind minus 86. Wenn ich von einer negativen Zahl eine weitere Zahl subtrahiere, dann ergibt es weiterhin eine negative Zahl. Ist gleich. Und jetzt 2. Schauen wir uns wieder die Klammer an, die aufgelöst werden muss. Wir haben keine Potenz und kein Malzeichen mehr, deswegen ist es jetzt wiederum eine Minusklammer. Minusklammern lösen wir auf, indem wir das Minus und die Klammern weglassen und die Vorzeichen aller Terme umdrehen. Aus minus 5x werden also plus 5x und aus plus 15 wird minus 15. Nächster Schritt. 3x und minus 86 darf man nicht weiter vereinfachen, weil hier eine Variable mit drin ist und hier nicht. Also bleibt es stehen, die linke Seite ist damit vollständig vereinfacht. Die rechte Seite können wir noch vereinfachen, nämlich 2 minus 15 sind minus 13, also heißt es hier 5x minus 13. Auch hier sehen wir jetzt die 5x und die minus 13, dürfen wir nicht weiter zusammenfassen, aus dem gleichen Grund, hier ist eine Variable und hier ist keine. So, damit wäre Schritt 1 abgehakt, vereinfacht, so weit wie möglich. Kommt Schritt 2, die Strichumformung. Wir wollen diese Gleichung jetzt so umformen, dass wir auf der linken Seite nur noch die Zahlen mit x haben und auf der rechten Seite die Zahlen ohne x. Wir gehen also her und versuchen erstmal diese 5x von der rechten Seite wegzubringen.
Das schaffen wir mit der Umkehrrechnung, also mit minus 5x. Dadurch fällt dieses 5x auf der rechten Seite weg. Allerdings, alles was wir auf der rechten Seite machen, müssen wir auch auf der linken Seite machen. Und 3x minus 5x sind minus 2x. Und den Rest schreiben wir einfach ab. So, gleiches Spiel noch einmal. Jetzt haben wir auf der linken Seite minus 86. Die wollen wir weghaben. Wieder mit der Umkehrrechnung, und zwar mit plus 86. Dann bleibt links noch stehen minus 2x ist gleich, und wieder gilt, was wir auf der rechten, linken Seite machen, also hier plus 86, passiert auch auf der rechten Seite. Minus 13 plus 86 sind 73, und damit wäre auch die Strichumformung erledigt. Wir haben jetzt links die Zahlen mit x und rechts die Zahlen ohne x. Kommen wir zum nächsten Schritt, zur Punktumformung. Wir teilen jetzt diese Gleichung durch den Zahlfaktor, der vor x steht. Und das ist dieser hier. Der heißt minus 2. Dieses Vorzeichen gehört zu 2 dazu. Also teilen wir diese Gleichung auch durch minus 2. Da heißt die nächste Zeile, x ist gleich, und jetzt 73 geteilt durch minus 2, plus geteilt durch minus ist was Negatives, und 73 geteilt durch 2, das kann uns der Taschenrechner wieder verraten, sind 36,5. Also als Ergebnis minus 36,5. Punktumformung damit abgeschlossen. Fehlt noch Schritt 4, die Lösungsmenge bestimmen. Wir schauen uns hier die Lösung an und überlegen uns, liegt diese Lösung in unserer Grundmenge drin? Als Grundmenge habe ich allerdings nur die ganzen Zahlen erlaubt. Minus 36,5 ist allerdings keine ganze Zahl, und folglich ist unsere Lösungsmenge auch leer. Wäre die Grundmenge dagegen die rationalen Zahlen zum Beispiel, dann könnten wir jetzt die minus 36,5 als Lösungsmenge reinschreiben. Aber so bleibt sie leer, und wir sind mit der Aufgabe fertig.